Ja, hi, from love to war. So, ich bin der Markus und ich habe zwei große Probleme. Mein erstes großes Problem ist, ich bin mathematischer Physiker. Und wenn ich Leuten das so erzähle, dann wollen die meistens gar nicht mehr mit mir reden. Mein zweites großes Problem ist, ich bin Österreicher. Das heißt, selbst wenn die Leute mal mit mir reden, dann verstehen sie mir überhaupt nicht, was ich sage. Okay. Ja, und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, mache ich heute diesen Quantum Science Slam, weil da gibt es wenigstens ein Publikum, das für 10 Minuten gezwungen ist, mir irgendwie zuzuhören. Und selbst wenn ich über Quantenmechanik und Bomben rede. Aber ich verspreche Ihnen, es wird ganz einfach werden. Wir fangen von ganz vorne an. Also ich habe... Das funktioniert nicht. Ah doch, jetzt geht's. Okay. Ich habe schon gesagt, ich bin Österreicher. Und naja, als Österreicher, da macht man während des ganzen Jahres eigentlich nicht gar so viele verschiedene Dinge. Also wenn es zum Beispiel wie jetzt schön Sommer ist, dann fahren wir alle in Richtung Ibiza, setzen uns zusammen mit ein paar Russen in einer Villa und verkaufen Zeitungen. Gut, und... Ja, danke schön. Und wenn es Winter ist, na, wer hätte das gedacht, das klassische Klischee, dann geht man Skifahren. Und naja, wie das halt so ist, vielleicht noch ein, zwei Glühwein auf der Piste, fährt man runter und dann kann es schon mal passieren, dass man sich zum Beispiel den Fuß bricht. Und wenn man sich den Fuß bricht, was passiert dann? Naja, man kommt zum Arzt und der macht ein Röntgen. Also wie funktioniert so ein Röntgen? Man stellt sich in so eine Röntgenröhre und dann kommen die Röntgenstrahlen, die gehen durch einen durch. Und je nachdem, ob zum Beispiel irgendwo ein Knochen oder ein Gewebe ist, kommt halt hinten so ein Bild raus und der Arzt kann dann sagen, was irgendwie kaputt ist. Okay, das Problem mit diesen Röntgenstrahlen ist, Röntgenstrahlen sind auf Dauer nicht sehr gesund. Aus diesem Grund wäre es natürlich schön, wenn wir zum Beispiel die Röntgenstrahlen in so einem Experiment reduzieren könnten. Und ich werde euch heute darüber erzählen, ob das mithilfe der Quantenmechanik funktioniert und ob man das verbessern kann. Gut, nun fangen wir mal so an. Wir sehen hier eine Frau in der Box. Naja, Frauen, die sind sehr kompliziert. Aus diesem Grund werden wir das Ganze etwas vereinfachen. Also wir sagen zuerst einmal, wir haben einfach eine Box und wir wissen, da drinnen, da ist entweder gar nichts, was durchaus vorkommen kann, wenn man zum Beispiel von Amazon so ein Paket bekommt, oder wir haben etwas, was leicht zu zerstören ist und dieses leicht zu zerstörende Objekt symbolisieren wir durch eine Bombe. Und diese Bombe hat eine ganz spezielle Eigenschaft, und zwar diese Bombe ist so sensitiv, dass sie sogar explodiert, wenn nur ein einziges Röntgenphoton auf diese Bombe trifft. Und um Ihnen das Ziel noch besonders klar zu machen, dass wir nicht wollen, dass diese Bombe explodiert, setzen wir in diese Box auch noch eine kleine süße Katze, der wir natürlich kein Haar krümmen wollen. Diese Katze wird Ihnen übrigens präsentiert von der Firma Schrödinger GmbH. Schrödinger GmbH, Ihre Nummer 1 für Katzenexperimente in der Quantenmechanik seit 1935. Aber wieder zurück zu dem eigentlichen Problem. Was macht ein guter Quantenmechaniker, wenn er sich mit so einem Problem konfrontiert fühlt? Naja, er baut ein Interferometer rund um diese Box. So ein Interferometer, das besteht aus zwei Spiegeln, wie wir hier oben und unten im Eck haben, und zwei Beamsplittern. Naja, Spiegel ist klar, Photon geht rein, Photon kommt wieder raus. Okay, den Beamsplitter für alle, die jetzt nicht Physiker sind, werde ich jetzt nochmal ganz kurz hier erklären, wie das funktioniert. Und dafür habe ich natürlich auch ein Photon mitgebracht, weil man da aus Theoretik auch mal so Art Experimente machen kann. Also wie funktioniert so ein Beamsplit? Also wir sehen hier, wir haben ein Photon. Und ein Photon ist zumindest nach der klassischen Physik ein Elementarteilchen. Was heißt, man kann das Photon nicht in mehrere Teile zerspalten. Jetzt ist es aber so, die Quantenmechanik ist sozusagen ein Weg für das Photon, um gewisse verbrecherische Aktivitäten auszuüben. Diese verbrecherischen Aktivitäten haben auch einen Namen, man nennt das Superposition. Aber sehen wir uns das mal an. Also so ein Photon kommt auf diesen Beamsplitter und naja, jetzt versucht das Photon verbrecherisch zu sein und teilt sich in zwei Teile. Eines geht nach oben, eines geht nach rechts. Und jetzt ist es aber so, dass das Photon weiß, dass wenn man Naturgesetze verletzt, dann kommt man halt ins Gefängnis. Und niemand will ins Gefängnis kommen, deswegen schaut das Photon, dass es nicht beobachtet wird. Wenn wir hier also zum Beispiel so eine Polizistenkatze haben, die dem Photon zuschaut, was es macht,
dann entscheidet sich das Photon für eine der beiden Wege. Also entweder es fliegt in Richtung der Katze oder es fliegt eben nach oben. Okay, das ist Quantensuperposition. Was bringt uns das jetzt für unser Experiment? Naja, schauen wir uns mal den Fall an, wenn keine Katze in der Box ist. In diesem Fall geht das Photon auf den Beamsplitter, macht diese räuberischen, verbrecherischen Sachen, geht auf den Spiegel, kommt zu dem zweiten Beamsplitter. Und jetzt sollte ich euch vielleicht noch sagen, wie ein Photon, das sich in zwei Teile geteilt hat, verhält, wenn es auf den zweiten Beamsplitter trifft. Naja, da dieses Verbrechen so besonders erfolgreich war, haben sie sich ausgemacht, naja, wir schauen da nach rechts, weil da gibt es eine nette Bar und da gehen wir zusammen auf ein Bier. Wir merken uns also, wenn keine Bombe in der Box ist, geht das Photon nach rechts auf ein Bier. Schauen wir uns den zweiten Fall an. In diesem Fall, naja, gehen wir wieder los. Das Photon kommt zu dem Beamsplitter, versucht seine verbrecherischen Sachen, wird aber nun von der Katze beobachtet. Jetzt haben wir zwei Fälle. In 50% der Fälle, ja, geht das Photon in die Box, sie trifft auf die Bombe und naja, das Schlimmste aller Dinge, das halt so passieren kann, passiert, unser System stürzt ab, manche Dinge explodieren. Ich finde das deswegen so passend, weil es genau in 50% der Fälle passiert. Okay, aber Gott sei Dank haben wir auch noch den zweiten Fall, wo das Photon nach oben geht und der Katze nichts passiert. Das Photon geht wieder auf den Spiegel, geht weiter und trifft auf den zweiten Beamsplitter. Und jetzt hat es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Photon geht auch auf ein Bier oder es fliegt halt nach oben. Und in diesem Fall, und das ist jetzt das ganz Besondere an diesem Experiment, in diesem Fall ist die Bombe nicht explodiert und wir wissen mit Sicherheit, dass eine Bombe in der Box ist. Wir haben also praktisch gratis gelernt, dass die Bombe in der Box ist. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also wir hatten in 50% der Fälle, wenn eine Bombe in der Box ist, explodiert das Ganze bei unserem Experiment. In 25% der Fälle geht das Photon auf ein Bier und wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber in anderen 25% der Fälle wissen wir jetzt genau, was passiert ist, ob eine Bombe in der Box ist oder nicht. Oder in dem Fall, dass eine Bombe in der Box ist. Jetzt ist es so, dass man, wenn man das geschickt angeht, kann man diese Wahrscheinlichkeiten sehr viel verbessern, indem man dieses Photon ein bisschen im Kreis laufen lässt und mit den Beamsplittern spielt, was halt so Experimentalphysiker so den ganzen Tag machen. Und dann können wir halt das schaffen, dass wir das beliebig genau diesen Fall haben, wo wir das haben, was wir wollen, dass wir wissen, ob eine Bombe in der Box ist oder nicht, ohne dass die Bombe explodiert. Das ist also praktisch jetzt der Fall, wie es halt bei Linux so im typischen Fall ist. Gut, und jetzt nochmal ganz kurz zu dem. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass das mit der Bombe und der Katze und so weiter sehr gut funktioniert, habe ich mich oder wir uns in letzter Zeit damit beschäftigt, welche Dinge man denn sonst noch so in eine Box stecken kann. Und dabei haben wir herausgefunden, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn man nur wissen will, ob etwas in einer Box ist, und da ist es dann ganz egal, was das Ding ist, das in einer Box ist, dann kann man immer herausfinden, ob etwas in einer Box ist, ohne dass diesem Ding in der Box irgendwie Schaden zugefügt wird. Die schlechte Nachricht hingegen ist das, dass wir... Ups, Spoiler Alert. Die schlechte Nachricht hingegen ist das, dass wir auch herausgefunden haben, dass man nicht unterscheiden kann, nicht herausfinden kann, welches Objekt das in der Box ist. Das ist vor allem deswegen blöd, weil praktisch für das Röntgen wäre es halt interessant, ob das jetzt gerade ein Knochen oder irgendein anderes Gewebe ist. Und wir haben halt herausgefunden, dass es auch komplett unabhängig davon ist, welche zwei Objekte, das wir versuchen zu unterscheiden, also ganz egal, wie unterschiedlich diese Objekte sind oder wie gleich diese Objekte aussehen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich habe gerade gesagt, es ist unmöglich und es gibt ja viele Sachen in der Werbung, zum Beispiel, wo Autohersteller, die sagen, nichts ist unmöglich oder auch irgendwelche Motivationstrainer, die zum Beispiel sagen, ja Jungs, ihr könnt alles schaffen, nichts ist unmöglich, ihr müsst euch nur anstrengen. In diesem Fall ist das halt anders. Unmöglichkeit rührt von mathematischer Inkonsistenz her, das heißt, das wird nie funktionieren, egal wie sehr Sie es auch probieren. Und wenn ich mir jetzt da so zuhöre mit diesen negativen Nachrichten, dann kann ich jetzt verstehen, warum Sie mit mathematischen Physikern nicht reden wollen. Vielen Dank.